Vor langer Zeit im malerischen Württemberg eine Prinzessin, doch gleichzeitig auch ein Spielball des Schicksals. Mein Leben sollte nicht dem vorgezeichneten Pfad folgen, sondern sich wie ein Fluss in immer neue Richtungen bewegen. Schon früh erkannte ich, dass das Leben mehr zu bieten hatte als königliche Protokolle und Etikette. Ich war gefesselt von den Wundern der Welt um mich herum und den Geschichten, die in den Straßen und Gassen meiner Heimatstadt verborgen lagen. Doch das Schicksal hatte andere Pläne für mich. Als das Königshaus in eine unerwartete Krise geriet, sah ich mich plötzlich auf dem Thron. Eine junge Frau, die noch ihre eigenen Träume hatte, sollte nun über ein Königreich regieren. Es war eine Aufgabe, der ich mich mit Hingabe und Entschlossenheit stellte. Meine Zeit auf dem Thron war geprägt von Diplomatie und Machtspielen. Ich erkannte früh, dass die Kunst der Verhandlung genauso wichtig war wie königliche Dekrete. Inmitten der politischen Wirren fand ich jedoch auch Raum für die Liebe. Eine Liebe, die jenseits der königlichen Etikette existierte und mein Herz erfüllte. Mein Herz gehörte einem Mann, der nicht den königlichen Titel trug, den die Welt von mir erwartete. Unsere Liebe war ein Geheimnis, eine Flamme, die im Verborgenen brannte und uns trotz aller Widrigkeiten verband. Es war eine Liebe, die die Grenzen der Konventionen überschritt und unsere Seelen miteinander verband. Die Jahre vergingen und ich hinterließ meine Spuren in der Geschichte. Mein Erbe manifestierte sich in den Denkmälern und Gedenkstätten, die bis heute an mein Leben erinnern. Doch mein wahrer Schatz war die Erkenntnis, dass die Liebe zur Kunst und Kultur ein Vermächtnis ist, das die Zeit überdauert. In meinen letzten Momenten, als ich auf die Vergangenheit zurückblickte, erkannte ich, dass das Leben eine Reise ist, die uns immer wieder überrascht. Ich war mehr als nur eine Königin. Ich war eine Frau, die in den Wirren der Geschichte ihren eigenen Weg fand. Ein Weg, der durch Liebe, Leidenschaft und den Wunsch nach Veränderung geleitet wurde. Die Zeiten mögen sich ändern, doch die Essenz dessen, was wir sind, bleibt bestehen. Meine Geschichte erinnert uns daran, dass Menschlichkeit, Liebe und der Drang nach Veränderung niemals enden werden. Vor langer Zeit